In Bispingen. Das ist so richtig das Oldschool-Feeling mal wieder hier. Tut mir leid, dass euch wieder mit neuen Videos von uns belästigt, aber ist mir egal. Sind wir direkt schon mal in den ersten Stau geraten. Aber wir haben mehr Zeit, deshalb ist kein Problem für uns. Ich glaube, das ist irgendwie eine Baustelle oder so da hinten. 2000 Jahre später. Oh, wir haben jetzt bald Hannover erreicht schon mal. Kann man hier mal auf der Map gucken. Ich glaube, wir brauchen noch 26 Minuten. Richtig cute hier. Wir mussten ja immer wenden, weil wir uns wegen guter Navigierung leider dezent verfahren haben. Problem ist, das Navi hat gesagt, wir sollen uns rechts halten, aber es war dann so rechts abbiegen und es war sehr undeutlich. Es war eindeutig nicht meine Schuld natürlich an der Stelle. Sieht auf jeden Fall echt schön hier aus. Ja. Von links, von links. Oh mein Gott, der ist direkt. Oh mein Gott, ist das nah dran. Jesus, der ist das Haus rausgefahren. OMG. Wir sind jetzt hier angekommen, wir haben jetzt schon mal einen Parkplatz hier gegrabt, direkt beim Rathaus. Es ist so schönes Wetter hier. Die Altstadt sah auch echt schön aus. Wir haben jetzt erstmal hier geparkt. Gucken uns jetzt ein bisschen rum. Wir haben ja auch nicht so viel Zeit, weil wir noch echt einen langen Weg vor uns haben. Einmal abstrakte Kunst. Das ist irgendwie cool. Ich glaube, wie lange haben wir jetzt hergebraucht? 2 Stunden oder so? Nee. Weißt du, wie spät ist es? Bestimmt 12 oder so. Wir sind um neun los. Sie hat so bei 50 Action. Live Entertainment, Leute. 12.15 Uhr. Wir haben 3 und 15 Minuten gebraucht. Ich bin mit dem Fahrrad einmal durch draußen, ist geil, aber ich. Es ist einfach witzig, wie ganz so der Großteil von Deutschland einfach so aussieht. Diese Hügel und die Dörfer. Das ist einfach echt entzückend. Da hast du einen Punkt getroffen, Hase. Da habe ich den Punkt getroffen. So, gucken wir mal auf die Map gemeinsam hier. Wir halten gleich nochmal in Göttingen an. Weit ist es eigentlich auch gar nicht mehr. Naja, schon. Es sind noch gute 3 Stündchen. Aber dann sind wir auch schon da. Naja. Nochmal schön ein kleiner Stau. Das sind noch gute Dinge. Göttingen ist aber gleich echt schön. Also wenn man das jetzt mal vom großen Ganzen sieht, sind wir ja quasi schon in Göttingen drin. Wir sind jetzt in Göttingen angekommen. Sieht ja echt richtig schnuckelig aus. Wir haben gerade beschlossen, es ist sehr unübersichtlich, dass wir uns Göttingen nochmal in Ruhe bei Gelegenheit angucken, weil wir jetzt richtig Bock Jessica und Willi haben und endlich mal in Thüringen ankommen wollen. Ja, wir sind hier irgendwie auf irgendeiner Landstraße die ganze Zeit am Start. Doch gerade, wir wollen nicht die Landstraße fahren. Eigentlich fahren wir gleich auf die Autobahn wieder rauf. Ja. Jetzt, wirklich jetzt gleich. Ein kleiner Fail passiert. Nein, und zwar hätte man da, wo wir jetzt gerade längs fahren können, oder halt da über die A7. Und ich habe jetzt halt die Abzweigung genommen, weil mir das vorgeschlagen wurde. Und wir fahren jetzt gerade mit 30 durchs Dorf. Hier ist so semi-begeistert. Aber ich finde es ja eigentlich mal ganz schön, durchs Dorf zu fahren, weil man viel näher am Dorf und am Geschehen ist. Ist doch herrlich. Das ist einfach so ein Umweg. Das ist kein Umweg zeitlich und auch nicht von den Kilometern. Wir fahren sogar langsamer. Mit so hunderten von Kilometern muss man ja auch nicht immer über die Autobahn schrannen.
Wir sind jetzt hier gerade auf einer Raststätte im Thüringer Wald, Nord. Wir brauchen jetzt, glaube ich, noch ein Stündchen oder so. Muss uns gerade mal ein bisschen abkühlen, weil uns mega warm ist. Ja, ein Sonnenstich durchs Auto. Diese Karte, die wir Jessica schenken, geht die ganze Zeit an. Traum. Uns ist übertrieben heiß, da wollten wir ein kleines Päuschen machen. In diesem Auto ist es einfach nur mega schönes Wetter. Wir genehmigen uns jetzt erstmal ein kleines Eis, um uns ein bisschen abzukühlen. Wir sind in einer Stunde auf der Feierlichkeit. Ich bin dann, wir haben uns ein bisschen fresh gemacht auf der Haltestelle. Die kleine Verwandlung ist alles natürlich geschehen. Eine kleine Fee hat uns verzaubert. Freunde, ohne Witz, dieser Tunnel war so mega lang. Warte, ich verstehe das daher, wie lang der ist. Nee. Aber irgendwie, als wir schon locker 5 Minuten gefahren sind, stand da immer noch 1,5 Kilometer. Man ist so lang bergab gefahren. Also da ging echt mega lang, schön richtig. Aber vielleicht ist er auch allgemein bergab gegangen, ne? Weil ich habe mir auch nicht bemerkt, dass er jetzt bergauf ging. Ja, ja, aber er ging auch extrem lang. Es war locker die doppelte Länge vom Elbtunnel oder so. Es kam mega lange hervor. Kleiner Funfact, Leute, da stand gerade, wir kommen in Bayern. Und wir so, hä? Weil wir an die Grenze von Thüringen wollen, aber nicht nach Bayern. Und ich kann mal gucken, ob man das hier auf der Karte sieht. Und im Momento. Da sind wir einfach schon unter der Grenze. Sieht man, glaube ich, nicht. Die Linie ist sehr dünn. Wir sind also gerade in Bayern und fahren dann wieder hoch Ende Thüringen. Aber wir sind gerade in Bayern angekommen. Auf jeden Fall sind wir einfach schon eine halbe Stunde da schon. Und eine Freundin ist extrem, dass unser Ziel ist, dass wir nicht mehr erreicht haben. Leben auf der Überholspur. Leben auf der Überholspur. Wie gefällt es dir denn hier? Wundervoll. Ihr möchtet eigentlich erstmal baden gehen gleich. Ganz baden. Geschwind. 1 Euro. 5 Euro. 10 Euro. 20 Euro, wenn ich. Da hinten. Nee, hier. Ich glaube, da kommt sogar der Niklas. Niklas? So Leute, kleines Live-Update. Wir sind jetzt gerade auf dem Rückweg, aber ich erstmal die Klimaanlage gemacht, weil es mega warm ist und die werden zu gut und zu stark. Es war einfach mega schön, da waren ja eben auch bei diesen Seen. Das ist einfach so richtig die neuseeländische Farbe gewesen. Das heißt, es war unnormal schön. Wir können ja leider nur, wir waren lang uns hier 2 Tage. 2 Tage habe ich gerade gesagt, wir waren 2 Tage unterwegs, sagen wir mal. Aber wir wollen auf jeden Fall nochmal zurückkommen. Das nächste Mal besuchen wir uns nämlich in Hamburg. Wir haben uns auf jeden Fall mega gefreut, hier sein zu dürfen. Gast sein zu dürfen, das ist ein mega leckeres Essen. Und ja, das war mega schön.